Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 18. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Das bedeutet für die Stiergeborenen, weil am Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont auf, dass die Stiergeborenen möchten sehen, gesehen werden. Und sie suchen die Wahrheit, die suchen das Licht, die Klarheit, die Orientierung. Die Besonderheit ist jetzt, dass Uranus bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier und das bedeutet für alle Stiergeborenen, dass in die kommenden Jahren schicksalhafte Veränderungen kommen, Umbrüche, unerwartete Ereignisse und schicksalhafte Veränderungen. Keine Angst vor diese Veränderungen, das habe ich hinter mir als Wiedergeborene und ich habe das sehr schön, sehr positiv erlebt. Also das ist die Bedürfnis, das Licht, die Wahrheit zu suchen und finden und die Wahrnehmung. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das bedeutet auch etwas für die Skorpiongeborenen. Eine feste Boden unter den Füßen, Sicherheit, Stabilität, auch die materielle Stabilität und Naturverbundenheit, auch das Körper, Sport, Bewegung, Ernährung. Das sind jetzt wichtige Themen momentan bei den Skorpiongeborenen. Mond hat eine zunehmende Mondphase. Im Allgemeinen eignet sich dafür, dass wir etwas beginnen, was vermehren soll, zunehmen soll, aber wir sollen die einzelnen Tage auch betrachten, weil es gibt immer wieder Spannung, wo vielleicht gar nicht eignet sich für einen Neuanfang. Der heutige Tag ist mit vollen Zweifeln. Wir fühlen uns unsicher, wir zweifeln etwas und wir brauchen die inneren Gleichgewicht. Und es ist auch wichtig, dass wir den Weg beleuchten, wo wir gehen möchten. Wenn wir verschiedene Möglichkeiten haben oder zulassen, dass die Einflüsse von außen kommen und dann zweifeln, was ist richtig, was ist nicht richtig und können schwer Entscheidungen treffen und wir sind aktiv hier und dort und überall, dann verlieren wir die Kraft und fühlen wir natürlich kraftlos und das erzeugt eine gewisse Reibungen oder eine Aggression. Ich empfehle heute ein Halbedelstein und dieser Halbedelstein heißt Edelserpentin, hat eine schöne grüne Farbe, wird oft verwechselt mit Jade. Und dieser Halbedelstein Edelserpentin heißt übersetzt Schlangenstein. Weil es wurde gesagt, in alten Zeiten wurde erzählt, dass dieser Stein schützt von Schlangenbiss, schützt von Gift, auch von Bösen, für böse Gerede und Zauberei. Also dieser Halbedelstein Edelserpentin ist ein Schutzstein gegen Bösen oder gegen böse Rede. Aber auch einer der wichtigsten Heilsteine, weil es schenkt uns innere Ruhe, inneren Harmonie, das Gleichgewicht, eignet sich gut für Meditation, dass wir Klarheit bekommen. Deswegen empfehle ich heute diese Halbedelsteine, wenn wir sowieso zweifeln momentan und hilft dabei, dass wir unsere Wünsche, unsere Ziele erreichen. Diesem Halbedelstein Edelserpentin ist der Stein für die Tierkreiszeichen Waage. Natürlich wird bei uns allen, aber wird zu dem Tierkreiszeichen Waage zugeordnet und sorgt für das innere Gleichgewicht.
Wir sollen zweimal im Monat entladen mit fließendem lauwarmen Wasser und wir sollen aufladen, entweder mit Bergkristall oder mit Sonnenkraft, aber nicht allzu lang in die Sonne legen, nur ein paar Stunden. Und natürlich können wir immer die Mondenergie auch nutzen, mit Mondkraft die Steine aufladen. Erstmal entladen und dann rauslegen, dass das die Mondlicht bestrahlen kann. Und immer die Themen, wo sich die Mond gerade sich bewegt. Und heute bewegt sich die Mond in Tierkreiszeichen Krebs. Das bedeutet familiäre Situation, Kontakte mit Familien oder handelt sich auch oft um eigenen Heim, ein eigenes Zuhause und auch Familienbetrieb, Selbstständigkeit. Aber auch Gefühlen oder Kinderwunsch oder wenn wir etwas planen und soll etwas Neues geboren und wir vorbereiten das, dass wir diesen Plan bekommen und Unterstützung bekommen, das sind die Themen. Dann eine Wichtigkeit. Es gibt auch in der griechischen Mythologie, aber auch bei den Römern eine Göttin Ceres oder Demeter. Und diese Demeter hat für uns eine sehr, sehr große Bedeutung, weil das ist die Erdgöttin. Und das ist hier die Natur gemeint, auch die Menschen, dass wir hier auf der Erde leben können, auch die Getreide, auch die Pflanzen und Tiere, das ist eine Naturgöttin. Aber nicht nur das, sondern ist die Göttin die Gerechtigkeit, Göttin die Ackerbau, Göttin die Fruchtbarkeit, Göttin die Ehe, die Familien und auch die Gesetze und auch die göttlichen Gesetze. Wir kennen diese römischen und griechischen Göttin, hat ein Waage im Hand und das symbolisiert die Gerechtigkeit. Aber wird auch oft mit einer Fackel abgebildet und diese Fackel symbolisiert die Wegleitung, beleuchtet unserem Lebensweg. Warum ist das jetzt gerade wichtig? Weil Ceres oder Demeter bewegt sich ab heute in Tierkreiszeichen Löwe und wirkt in erster Linie bei Löwengeborenen, aber indirekt wirkt auf uns alle. Und hier kommt die Sonnenenergie dazu, weil die Sonne herrscht über die Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist wirklich das Licht, die Klarheit, die Orientierung, besonders wenn es um eine rechtliche Lage handelt oder um unsere Ernährung und auch unsere finanziellen Sicherheit, dass wir ernährt werden und dieses Vertrauen haben auf diese Mutter Erde und auf unsere Natur. Ceres wird auch oft mit Füllhorn abgebildet und das ist natürlich ein Glückssymbol, steht auch in Verbindung zum Pluto, weil Ceres hat eine Tochter Persephone und Pluto hat Persephone geraubt, aber dann haben sie geeignet, dass die Tochter Persephone immer wieder zurückkehrt in die Erde und ein halbes Jahr ist bei ihrem Ehemann, sie haben auch geheiratet, dann ist bei ihrem Ehemann in Unterwelt und das ist nichts anderes als Hades oder Pluto, steht somit in Verbindung zu diesem Göttin Demeter oder Ceres. Und Pluto ist der Herrscher der Unterwelt, was symbolisiert unserem Unterbewusstsein, aber auch das Kreislauf, das Leben und mit diesem Kraft hält das Leben, wurde das Leben erhalten, dass das dieser Kreislauf, das Leben funktioniert. Und diesem Pluto ist der Gottheit auch das Reichtum, wenn wir dieses Vertrauen haben, das noch nebenbei, wobei das ist auch sehr wichtig. Es gibt Einflüsse von Sternen und die bestrahlen die heutigen Mondbewegung, Tejat und Dirach. Die beiden sind die Füße, die Zwillinge,
Also befindet sich im Tierkreiszeichen Zwilling, aber wirken in diesem Bereich Krebs, wo sich gerade die Mond bewegt. Und aus dem Grund ist das so, weil die Tierkreiszeichen sind miteinander verschmolzen. Also kann passieren, dass eine oder mehreren Sternen, wo im Tierkreiszeichen Zwilling befinden, in die Bereich Krebs wirken, wo gerade die Mond sich bewegt. Und das bedeutet Schritte machen, zwar die richtigen Schritte, und Alhena bewirkt auch etwas, bestrahlt auch die Mondbewegung, und Alhena heißt übersetzt der Leuchtende, also wir brauchen diese Wegleuchtung, so wie Keres auch zeigt, die Fackel im Hand zeigt den Weg, beleuchtet unseren Weg, und Alhena vermittelt noch etwas, ein Zeichen. Das heißt, wir bekommen heute ein Zeichnen, welchen Weg sollen wir gehen. Es wird beleuchtet und es ist wichtig, dass wir in diesem Vertrauen bleiben und die innere Unsicherheit, was wir heute verspüren, und diese Unsicherheit überwinden will. Und wie wird das alles in einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Stiergeborene ist wichtig, die Wahrheit. Und sie suchen auch die Wahrheit oder möchten sie etwas veröffentlichen. Die Gespräche nehmen zu. Die Gespräche sind klar und deutlich. Und Veränderungen, Umbrüche sind auch zum Erwarten. Und heute haben die Stiergeborenen ein gutes Gefühl. Sie haben die inneren Gleichgewicht. Nur diese Spannung fühlen im Umgebung, aber das trifft nicht direkt die Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeboren ist auch wichtig, dass etwas sie veröffentlichen oder etwas ins Licht zu bringen oder sprechen die Wahrheit an. Und es ist auch für die Zwillingsgeborenen wichtig, ihren Selbstdarstellung auch wahrgenommen werden. Und sie führen Gespräche, wo sie etwas in Form zu bringen oder bekommen eine Bestätigung und in die Liebe Partnerschaft, was sehr wichtig ist. Bei den Zwillingsgeborenen ist eine gewisse Unsicherheit, aber wenn sie im Vertrauen bleiben, dass es alles in Bewegung kommt, dann kommen sie auch in inneren Ruhe, inneren Harmonie. Die Tierkreiszeichen Krebsgeboren bewegt sich einiges und hier handelt es sich um Gerechtigkeit. Drei Tierkreiszeichen trifft ganz speziell dieses Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Das sind die Krebsgeborenen, die Skorpiongeborenen und die Fischengeborenen. Sie haben die Bedürfnis, ihren Rechte zu bekommen oder die erkennen etwas, was ungerecht läuft, oder sie setzen sich ein für die Gerechtigkeit, und somit trifft das auch die Krebsgeborenen. Also Gerechtigkeit, diese Bedürfnis, die Rechte zu bekommen, oder sie bekommen die Klarheit und die Orientierung, was läuft richtig, was vielleicht falsch, und diese Unsicherheit werden sie überwinden, weil kommen die Erkenntnisse in eine rechtliche Lage oder ein Thema, was um Gerechtigkeit handelt. Die Finanzen sind auch sehr wichtig bei den Krebsgeborenen, Verträge unterschreiben oder um etwas kümmern, was mit den Finanzen zusammenhängt, entweder Banken oder Versicherungen oder Finanzamt oder Erbschaft. Es handelt sich bei vielen auch um Verträge, aber das ist ein guter Einfluss. Und was noch wichtig ist, bei den Krebsgeborenen konzentriert bleiben und in eine Richtung bewegen, also zielbewusst und nicht ablenken lassen, sonst verlieren sie die inneren Gleichgewicht und auch die Kraft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, die Zuhause, die eigenen Zuhause. Demeter oder Keres bewegt sich ab heute in Tierkreiszeichen Löwe. Natürlich hat das einen Einfluss auf die Löwengeboren. All das, was sie jetzt begonnen, trägt Früchte. Das ist eine fruchtbare Acker, eine fruchtbare Boden, und da sind natürlich auch Neuanfänge da. Die Löwengeborenen wird das Weg beleuchtet, auch wenn sie selber noch nicht so sehen, weil es fehlt noch die Klarheit oder die Zweifel. Aber das wird in den kommenden Tagen besser sein und kommen auch die Erkenntnisse.
Zu Hause spielt auch eine Rolle, die bei den Löwengeborenen entweder die Rückzug oder sie verschönern zu Hause etwas oder kommt eine neue Einrichtung oder ein Umbau oder Umzug ist auch möglich. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen kommen Veränderungen und diese Veränderungen fühlen sich stabil an. Sie haben das Gefühl, jetzt bekommen sie die Sicherheit und Stabilität und sie spüren auch die schöpferische Kraft und das möchten sie in Tat umsetzen. Kinder spielen auch eine Rolle bei der Jungfraugeborenen. Entweder verbessert sich der Kontakt zu den Kindern oder ein Kinderwunsch geht zum Erfüllung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, auch die Gerechtigkeit und sie vertreten auch die Gerechtigkeit. Sie symbolisieren auch dieses Thema. Und liebe Partnerschaft haben die Wagengeborenen Glück. Eine männliche Person kann einen guten Einfluss haben und die Wagengeborenen auch haben die Kraft und die Mut, auch wenn das heute noch nicht alles gelingt, so wie sie das wünschen, aber in den Tagen kommt schon die Bestätigung, kommt schon die Erfolg. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist ein wichtiges Thema, Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, das genau anschauen. Und die Rechte holen und das ist heute möglich und auch mal hinter den Kulissen zu schauen, warum läuft das alles so ungerecht und das bringen die Skorpiongeborenen in Ordnung und gute Chancen haben sie auch. Es spiegelt sich etwas für die Skorpiongeborenen und das sind die Veränderungen und die Gespräche, die Kontakte. Nicht nur warten, bis das von außen geregelt wird oder jemand die Kontakt sucht, sondern selbst Schritte machen und die Verbindungen herstellen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein wichtiges Thema, Liebe, Partnerschaft und hier gilt auch nicht nur warten, bis die andere sich meldet oder Interesse zeigt oder Gefühle zeigt, sonst gibt die Gleichgewicht, sondern es ist wichtig, mal entgegenkommen, Interesse zeigen, auch die Verbindung herstellen, aber darf auch nicht einseitig sein, sondern wie in einer Apothekeschale auf diesem Gleichgewicht zu achten, so kommt das alles in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen bekommen Bestätigung, sie schließen etwas ab und kommt etwas Neues. Es entsteht ein gewisser Zweifel, aber sollen sie diese inneren Unsicherheit überwinden und im Vertrauen bleiben, dass das alles gut funktioniert. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen spüren die Kraft. Und mit dieser Kraft können sie einiges bewältigen und das verspricht beruflichen Erfolg. Und in die Liebe-Partnerschaft haben auch Glück die Wassermanngeborenen, besonders die Wassermann-Damen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen handelt sich auch um Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit und sie haben auch das Bedürfnis, das mal regeln und sie setzen dafür ein und sie werden vieles erkennen, warum ist es so und sie ordnen das alles und sorgen dafür, dass es wirklich die Gerechtigkeit siegt oder sie bekommen ihre Rechte. Das wird jetzt geklärt und es gibt auch gute Gespräche im Augenblick. In der Liebe-Partnerschaft noch ein bisschen Geduld, bis eine bessere Energie da ist für die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist die Stärke immer die Neuanfang. Etwas Neues starten, all das, was begeistert, stürmisch voran. Aber zurzeit ist es besser, das Bremsen. Bremsen und eher ruhig, gelassen, abwartend zu sein und nichts tun. Die einzige, was wir tun können, nach innen schauen oder meditieren oder die tiefe Zusammenhänge erkennen oder noch etwas forschen. Und das ist die Stärke, was nicht so typisch ist für die Wiedergeborenen, aber daran liegt gerade unserem Vorteil. Und das war mein Tageshoroskop und ich möchte noch erwähnen, die
Blitzberatungen und auch meine anderen Aufnahmen hier in diesem Kanal, und das sind Dualseelen und Geheimnisse. Ich hole die Geheimnisse-Seite, die verborgenen Seite der Astrologie in erster Linie auf die Liebe, Partnerschaft, aber allen Themen, was nicht offensichtlich ist, was uns nicht vermittelt wird, was im Verborgenen liegt, ich hole das täglich auf die Oberfläche und berichte davon. Dann machen wir einen Rückblick, die heutigen Tage, mit welchem Tag steht in Verbindung, weil da wiederkehrt sich etwas und da kommen die Erinnerungen wieder. All das, diese Themen bespreche ich mit meinen Aufnahmen Dual Seele und Geheimnisse, läuft genau in diesem Kanal. Und noch die Blitzberatungen. Es sind E-Mails-Beratungen. Und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell, noch im selben Tag oder allerspätestens bis zum nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.